Willkommen zurück bei Fallout New Vegas. Wir befinden uns vor diesem wunderschönen Hausresort. Und hier steht ein Ranger davor. Das reimt sich. Und ein total geiles Gefährt. Seht euch mal das an. Das ist ja cool. Das ist ein Dreirad, oder? Aber wie geil. Schlau von dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Schade, dass man mit diesen Autos nicht fahren kann. Gut, ich möchte hier hinein. Darf ich hinein? Ich hoffe, ihr erwartet mich nichts Schlimmes. Okay. Was haben wir hier? Gibt's hier jemanden, mit dem wir sprechen können? Sie haben meine Anerkennung. Okay. Hey. Was? Ach toll, super. Dürfen wir das Ganze nochmal laden? Ich hab's doch gekauft, oder? Ich hab's ja nicht gestohlen. Leute, das ist ein Automat. Ah, öffnen, okay. Aber warum kann man nicht kaufen? Ich möchte doch nur kaufen. Hm. Na gut, aber ich glaube, hier drinnen sitzt jemand, mit dem wir sprechen können, oder? In meinem Holster. Hoffentlich kann ich die beiden bald miteinander bekannt. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Haha, ja. Ach, die sollen hier verschwinden. Glaubt ihr, kann ich? Guten Morgen. Speichern wir. Speichern wir, speichern wir, speichern wir. So. Eieieiei. Personality. Oh mein Gott. Survivalist, das klingt doch mal. Null. Nochmal. Das können wir doch bestimmt knacken, oder? Ab, na komm. Discoveries. Das könnte sein. Nö. Okay, das ES zum Schluss ist es. Oder? ES. Was hat noch ES? Sonst hat nichts ES. Gut, hier gibt es 2 von 11. Discoveries. Jetzt müssen wir das mit dem vergleichen. Discovery. Ah, das... Es muss ES sein. Unbelievers? Das kann doch nicht sein. Okay. Na gut. Dann war es das eben. Okay. Oh, die Eigenbrötler. Na, wen haben wir denn da? Schießstandbericht. Demonstriert durchgängig mangelhafte Trefferssicherheit. Es fehlt an grundlegenden Fertigkeiten im Umgang mit Feuerwaffen. Bestenfalls minimale Teamkoordination, häufig Rivalitäten zwischen Individuen. Weiters Grundlagentraining und teambildende Übungen werden empfohlen. Schlecht, ja. Zeigt einen erschreckenden Mangel an Geschick im Umgang mit den grundlegendsten Explosionswaffen der Armee der RNK. Offen gesagt ist es ein Wunder, dass die Burschen noch alle Arme und Beine haben. Ausgiebiges Training mit Übungsmunition wird dringendst empfohlen. Abschließende Analyse? Schlecht. Okay, Zugriff verweigert. Berichtet der Ranger-Abteilung auf diesem System nicht verfügbar. Bravo, ebenfalls Zugriff verweigern. Und Charlie, ebenfalls verweigert. Ja. So, speichern wir ebenfalls. Wäre ich doch nur beim Tod. Und gehen wir hier rein.
Guards. Okay. Needed. Das war relativ einfach, denn das S zum Schluss hat es verraten. So, was gibt's denn hier? Lucky 38, vorrangiges Live-Protokoll. Toll. Sie saß dabei gewesen. Was für ein Arschloch. Okay. Gut. Hier ist nichts. Ist die Frage, ob es hier überhaupt etwas für uns gibt. Hier wimmelt es auf jeden Fall vor RNK. Oh. Oh. Denkt ihr, sieht man uns? Speichern wir mal, oder? Energiezellen. Energiezellen. Ich will nicht immer Energiezellen. Ich will auch andere Munition. Oh Mann. Die ist leer. Niemand hat's gesehen. Okay. Sehr gut. So eine fette RNK Ranger Rüstung. Die wäre echt nice. Wer ist denn das hier? Wer ist das? Ist das Präsident Kimball? Nö, oder? Der sieht anders aus. Wäre ich doch nur beim Tod Caesars dabei gewesen. Was für ein Abschlag. Okay. Doppelbett. Gibt's eigentlich nichts. So eine RNK-Rüstung wäre schon recht cool. Die will ich auf jeden Fall haben. Okay. Ein Teddy im Bett. Und das sieht mir ganz stark nach etwas Illegalem aus. Ich glaube, das sollten wir eigentlich melden, oder? Oh, da ist ein Terminal. Schade. Hätte mich wirklich interessiert, was bei diesem Terminal zu lesen wäre. Sie sollten mit Chief Hanlon reden, wenn Sie Fragen haben. Er ist meistens oben auf dem Balkon. Okay, sehr gut. Danke schon nochmal für die Information. Dann wissen wir auf jeden Fall, mit wem wir hier sprechen müssen. Glaube ich nichts. Hey. Okay, hier eigentlich auch nicht. Ja, wie kommen wir denn darauf? Ich glaube hier bestimmt nicht. Monster des Ostens, was? Ich habe ein Monster des Westens. Mein Gott, das sind ja richtige Säufer hier. Alles leere Sunsetzer als Barilla-Flaschen. Wäre cool, wenn es hier eine offene gibt. Oh, na, hier. Ich speichere sicherheitshalber. Niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Wir haben nichts gestohlen. Guten Morgen. Niemand hat's gesehen. So, wo ist denn der Balkon? Wo ist der Balkon? Muss ich vielleicht links rüber? Okay. Ich würde gerne so eine Rüstung haben. Also wenn es hier eine Rüstung gibt, dann werde ich mir die auf jeden Fall schnappen. Powerfaust. Dreimal Cat Eye. Sieh mal an. Ich glaube, hier gibt's nichts, oder? Das geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Truppenunterkunft. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja, das haben wir gerade vor 10 Sekunden schon von jemand anderem gehört.
Okay. Hier dürfte es aber anscheinend wirklich nichts geben. Das gibt's doch nicht. War das jetzt wirklich alles? Kann doch nicht sein, oder? Hallo. So. Wir müssen zum Balkon. Rex, lass mich vorbei. Wir müssen zum Balkon. Wo ist dieser Balkon? Ist hier eine Tür? Hier ist eine Tür, oder? Jawohl, hier ist eine Tür. So, und jetzt? Oh, hier! Hier ist er. Im Westen sieht man nicht viele davon. Sehen, meine ich. Natürlich oder künstlich, man sieht beides nicht oft. Wir haben die Dämme vernachlässigt oder das Wasser schon lange abgepumpt. Owens, Isabella, der St. Louis. Vom Grundwasser ist nichts mehr übrig. Gibt nur noch Schlamm und Staub. Es fühlt sich anders an, wenn die Sonne über Wasser aufgeht. Muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber wenn man lange genug hier ist, dann kommt es einem normal vor. Das ist heutzutage das Leben eines Rangers. Nach Osten schauen. Sie müssen der Kurier sein, von dem alle reden. Hab über Funk gehört, dass Ihnen jemand in Good Springs übel mitgespielt hat. Die Mojave brennt den Menschen das Gute aus, aber Sie scheinen der RNK wohlgesonnen zu sein. Wissen wir zu schätzen. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie eigentlich nie auf zu reden? Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie es so eilig haben. Ich habe mich so daran gewöhnt, hier zu sitzen und dem Funk zu lauschen, dass ich manchmal vergesse, dass sich Leute auf einen Krieg vorbereiten. Sprechen wir über etwas anderes. Schießen Sie los. Erzählen Sie mehr von sich. Die Leute hier nennen mich Chief Hanlon. Einfach Hanlon reicht jedoch. Die Ranger kommen relativ gut alleine zurecht, aber ich helfe, wo es geht. Hauptsächlich Verwaltungsangelegenheiten und die Koordinierung von Informationen per Funk. Außerdem behalte ich die Feuer am anderen Ufer im Auge. Feuer? Wie wird die Aufklärung koordiniert? Das System ist einfach, wenn es funktioniert. Patrouillen teilen Ranger-Stationen per Funk Informationen mit. Kommunikationsranger schicken die Informationen die Senderkette hoch, bis sie Camp Golf erreichen. Dann organisieren ich oder einer der diensthabenden Ranger die Daten. Sie werden ausgewertet und an Lager oder Soldaten im Feld geschickt. Warum schicken Sie die Ranger-Stationen die Daten nicht direkt an die Soldaten? Kommunikationsranger haben möglicherweise nur ein unvollständiges Bild der Lage. Da draußen passiert eine Menge. Informationen müssen durch Golf koordiniert werden, damit wir entsprechend auswerten und beraten können. Soldaten haben schon genug am Hals. Sie sollen nicht auch noch ihre Informationen in Frage stellen müssen. Okay. Schießen Sie los. Was wissen Sie über Caesar? Der Beste der Besten. Der Schlimmste der Schlimmen. Er kam aus der RNK und war einer der Anhänger der Apokalypse. Wie viele Anhänger zog er zusammen mit einem Partner in die Wildnis, um Bedürftigen zu helfen. Nicht großartig anders, als die Ranger früher waren. Nur mit Büchern und Medikamenten, statt mit Knarren. Wo ist er hin? Raus zum Grand Canyon. Er hat Joshua Graham getroffen, einen Missionar aus Utah. Graham war Dolmetscher für die Anhänger und die Stämme. Alle drei wurden von den Schwarzfüßen dort unten geschnappt, als diese noch im Krieg mit allen anderen Stämmen im Südwesten waren. Wie konnte ein Anhänger zu Caesar werden? Irgendwann wurde ihm klar, dass er die Schwarzfüße ausbilden musste, damit sie nicht mit dem Rest des Stammes vernichtet werden würden. Er zeigte ihnen, wie man Schusswaffen verwendet und Sprengstoff herstellt. Nachdem er ihnen ein paar Tricks beigebracht hatte, brauchten sie ihn. Und er brauchte Anhänger, die RNK und den Rest nicht mehr. Er entschied, dass er die südwestlichen Stämme neu formen würde, ob sie wollten oder nicht. Er wurde Caesar. Und Joshua Graham wurde sein Legat, seine rechte Hand. Und das blieb Graham bis zur Sache mit dem Hoover-Staudamm. Was passierte mit Graham nach der Sache mit dem Hoover-Staudamm?
Der Verlust des Dams war die schlimmste Niederlage der Legion. Graham war von Anfang an an Caesars Seite, aber er musste ein Exempel statuieren. Die Prätorianer überzogen Graham mit Teer, zündeten ihn an und warfen ihn hinunter in den Grand Canyon. Und was war das Ende von Graham? So sicher ist das nicht. Sie müssen verstehen, dass Graham der härteste Mistkerl war, den diese Gegend je erlebt hatte. Vor Hoover haben wir 5 Ranger und Scharfschützen der ersten Aufklärung verloren, die ihn erledigen wollten. Ein paar Leute glauben, dass er noch lebt. Sie nennen ihn den Verbrannten. Klingt nicht gut. Gehören die Schwarzfüße zu Legion? Ja und nein. Die Schwarzfüße gibt es nicht mehr. Wie alle anderen Stämme, die von der Legion geschluckt werden. Caesar löscht die Stammesidentität. Tätowierungen werden unkenntlich gemacht, Familien getrennt, Stämme gemischt, bis die alten Loyalitäten sterben. Der einzige Stamm in der Legion ist die Legion. Caesar ist ihr Häuptling, Vater und Gott in einer Person. Schießen Sie los. Wie schlägt sich die RNK? Der Mojave Outpost hat uns Infos zukommen lassen. Die Ranger, die von Baja hochkommen, haben vor einer Woche Dayglo passiert. Einige der Patrouillen melden, dass Olivers schwere Truppen mit Powerrüstungen langsam die Frontlinien verstärken. Wäre schön, wenn sie ein wenig früher hier gewesen wären. Aber so ist der Senat eben. Was bedeuten die neuen Ranger für die RNK? Die Baja Ranger können die Soldaten mit effektiver Erkundung bei Nacht und ihren Präzisionsgewehren unterstützen. Die Gefechtshelme der Ranger stammen aus der Vorkriegszeit. Sie haben integrierte Restlichtverstärker. Das macht eine Menge aus. Erzählen Sie mir von den anderen, von den schweren Truppen. Sie haben die beste Ausrüstung, die die RNK aufbieten kann. Powerrüstungen aus unserem Krieg gegen die Bruderschaft. Unsere Techniker entfernen die Gelenkservos, damit man keine besondere Ausbildung zum Tragen benötigt. Es fühlt sich an, als würde man eine Brahmin auf dem Rücken tragen. Aber damit kann man eine Menge einstecken. Ja, das glaube ich. Sowas will ich auf jeden Fall auch noch haben. Schießen Sie. Was hat die Legion vor? Angeblich sind die alten Herren der Legion eingetroffen. Caesars Veteranen der Centurie Red Oki und des ehemaligen Stammes Farbfels. Sie sind die Besten der Besten und die Fiesesten der Fiesen. Nur Centurios oder Prätorianer sind noch härtere Brocken. Wenn Sie einer Gruppe von ihnen begegnen, sollten Sie sich Ihren nächsten Schritt genau überlegen. Ah, bisher sind wir noch mit ihnen zurechtgekommen. Was macht die Veteranen so zäh? Sie sind wie gewöhnliche Legionäre, nur 10 Jahre älter. Was ihnen das Alter nimmt, machen sie mit Erfahrung wett. In der Legion lebt man nicht lang. Aber wer 10 Jahre in Caesars Armee durchhält, den sollte man lieber ernst nehmen. Erzählen Sie mir von den Centurios. In der RNK gibt es kein echtes Gegenstück zu ihnen. Centurios sind Elite-Offiziere, die sich ihren Rang mit Schweiß und Blut verdient haben. Sie tragen spezielle Outfits, die aus den Rüstungen ihrer besiegten Feinde bestehen. Gute Kommandanten und zähe Gegner. Wer sind die Prätorianer? Caesars Leibgarde. Sie begleiten ihn überall hin. Eine kleine Rückversicherung, falls einer seiner Gäste auf seltsame Ideen kommt. Sie sind nicht die härtesten Legionäre, aber die, die Caesar am treuesten ergeben sind. Sie glauben an alles, für das die Legion steht. Okay. Erzählen Sie mir von den Rangern. Ich könnte Ihnen viel über sie erzählen. Aber in meinem Alter bin ich mir nicht sicher, wer von uns zuerst einschlafen würde. Was wollen Sie wissen? Haben Sie gute Geschichten auf Lager? Kommt drauf an, was Sie für gut halten. Die meisten Leute interessieren sich für den Staudamm und Boulder City. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn Sie Geschichten über die Jagd auf Sklaventreiber und das Hochnehmen von Banden hören wollen, fragen Sie einen der jüngeren Ranger. Die Ranger
müssen doch etwas Gutes getan haben, auf das sie stolz sind. Ist eine längere Geschichte, aber na gut. Vor 20, 25 Jahren ist eine Gruppe von RNK-Siedlern nach Baja im Süden vorgestoßen. Wenn man sich heute die Karten anschaut, sieht das nicht sehr weit aus. Aber damals war es ganz schön abgelegen. Sie haben dieses kleine Hüttendorf mit einem Brunnen in der Mitte gegründet. Nannten es Rattletail. Okay. Wir hörten, dass eine unserer Stationen von Raidern angegriffen wurde. Also zog ich mit 6 Rangern los. Wir waren bestimmt eine Woche unterwegs, bis wir in Rattletail eintrafen. Nachtpirscher hatten eine von uns getötet, der Durst fast noch jemanden. Als wir ankamen, sahen wir 6 schäbige Hütten rund um einen Brunnen. In den Dünen außerhalb des Dorfs lagen über 2 Dutzend Leichen. Und im Dorf hockten 5 Leute mit 308-Gewehren hinter Sandsäcken. Und die Leichen, diese Menschen im Sand, waren keine Raider. Sie waren noch nicht mal schwer bewaffnet. Es waren nur Leute, die zum einzigen Brunnen im Umkreis von 75 Kilometern wollten. Ich wusste gleich, dass das den Leuten im Dorf egal war. Sie hatten die Flagge der RNK über dem Brunnen gehisst und waren bereit, ihre Stellung zu halten, auch wenn sie alle dabei draufgingen. Also bin ich hingegangen und habe eine Geschichte über eine 100-Mann-starke Raider-Bande erfunden. Hab mir sogar einen Namen ausgedacht. Die Kerle haben erst einander doof angeguckt, dann uns. Und dann haben sie mich gefragt, was wir jetzt gegen die Raider unternehmen könnten. Okay. Ich habe gesagt, dass wir sie ins Territorium der RNK zurückbringen würden, weil wir auf dem Weg schon 10 Ranger verloren hätten. Das reichte ihnen wohl. Sie haben ihre Sachen gepackt und wir haben sie nach Norden gebracht. Hab gehört, dass sie jetzt in Anza Borrego siedeln. Züchten Großhörner. Hatten anfangs Schwierigkeiten, aber es hat alles geklappt. Das war meine eine gute Tat. Was ist am Hoover-Staudamm in Boulder City passiert? In großen Schlachten setzt Caesar seine Legionäre in Wellen ein. Erst Rekruten, dahinter Primi und die alte Garde am Schloss. Der Gegner verausgabt sich bei den ersten beiden Wellen, wenn er überhaupt so lange durchhält. Und die Veteranen haben dann ein leichtes Spiel. Caesar ist aber flexibel. Und wenn es sein muss, setzt er eine Mischung von Legionären als Plänkler ein und erhält die Ordnung dabei trotzdem aufrecht. Joshua Graham, Caesars alter Legat, der war nicht so flexibel. Als die Legion den Hoover-Staudamm angriff, befahl General Oliver gleich zu Beginn den Rückzug in die Mitte des Schlachtfelds. Graham ließ die Legionäre auf den Staudamm vorrücken und füllte die Ostflanke vorne mit Rekruten und hinten mit Veteranen auf. Wie aus dem Lehrbuch. Aber als sie erstmal da waren, hingen sie fest. Olivers Truppen waren eingegraben und wichen keinen Fußbreit zurück. Dann wurden Scharfschützen der Ranger und der ersten Aufklärung angewiesen, die Offiziere der Veteranen von einer hohen Kuppe im Westen aus auszuschalten. Es dauerte kaum eine Minute, bis Graham den hinteren Rängen befahl, sich nach vorn durchzudrängen und die Kuppe zu erstürmen. Das führte zu totalem Chaos unter den jüngeren Legionären. Olivers Truppen wichen auf die Balustraden aus und ließen die Veteranen durch. Aber bis die Veteranen die Kuppe erreichten, waren wir schon längst in Boulder City. Sie folgten uns dorthin, doch wir waren weg, bevor sie es merkten. Wir hatten überall in der alten Stadt C4 und Dynamit gelegt. Krude, aber effektiv. Die wenigen Überlebenden der Explosionen leisteten kaum Gegenwehr. Die auf dem Damm wussten nicht mehr weiter. Die Soldaten schlugen sie in die Flucht, Graham zog seine Legionäre zurück und die Schlacht war gewonnen. Er ging nach Süden, zurück zum Grand Canyon, zurück zu Caesar. Das war das Letzte, was wir von Joshua Graham gesehen haben. Puh. Adios. Also das war jetzt ein richtiger Dampfplauderer hier, oder? Boah, dachte schon, der hört gar nicht mehr zu sprechen auf hier. Boah, jetzt brauche ich erstmal eine Erholung, ich denke ihr auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.